Der Siegtorschütze steht bei uns. 2:1 in der Overtime. Ich glaube, es war die 71. Minute, genau, habe ich gar nicht mehr hingeschaut. Marian zieht ab, Marian trifft. Und ich glaube, nicht nur dir fällt ein Stein vom Herzen, sondern allen Fans, man hat es plumpsen gehört, die Erleichterung, die Erlösung. Ja, es war ein unglaubliches Gefühl gewesen. Die Fans haben von der ersten bis zur letzten Sekunde hinter uns gestanden, uns nach vorne gepeitscht. Riesen Dankeschön auch nochmal dafür. Und die Mannschaft hat alles gegeben heute und ich denke, da haben wir auch verdient gewonnen. War das so abgesprochen, du wolltest den Schuss nehmen, unbedingt? Du hattest dir das vorgenommen, den haue ich jetzt rein. Ja, natürlich, also Overtime, Playoff-Spiel 7, da will man natürlich gewinnen. Und ich wollte den Schuss und Gott sei Dank ist er reingegangen. Fängt man in dem Moment an zu überlegen, läuft da was ab im Kopf oder sind das Automatismen, die da abgespult werden, wenn der Pass kommt und du dann ausholst? Ja, wir haben versucht, die Ruhe zu behalten in dem Powerplay und natürlich Denken ist da nicht viel Platz. Sind Automatismen, wie schon gesagt, und ja, was soll ich sagen? Also es ist ein unglaubliches Gefühl, dass wir es geschafft haben. Hattest du zwischenzeitlich mal das Gefühl, das könnte in die Hose gehen heute? Oder warst du so selbstbewusst und selbstsicher und hast das auch gemerkt innerhalb der Mannschaft? Das läuft, auch wenn wir 0-1 zurückliegen? Ja, natürlich, das 0-1... das war ein bisschen unglücklich gewesen, aber man hat in der Mannschaft gespürt, die Jungs, die wollen das und wir haben ich glaube, man hat es gesehen, wir haben bis zum Schluss gefightet und Kuki hat dann das erlösende 1:1 geschossen, ich glaube 5 Minuten vor Schluss und dann ist nochmal ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen und jetzt holen wir uns das und jetzt haben wir es geschafft. Ich habe gesagt bei Spray TV, das ist das vorweggenommene Finale Bremerhaven gegen Landshut. Stimmt das? Wird Bietigheim für euch einfach ein einfacherer Gegner, weil die körperlich vielleicht nicht ganz so robust wirken wie Landshut? Also Landshut hat natürlich eine super Mannschaft. Sie haben sehr schlau gegen uns gespielt, haben einen super Torwart, aber ich denke nicht, dass Bietigheim denen irgendwas nachsteht. Also Bietigheim wird knallhart. Die Spiele gehen jetzt immer mehr an die Substanz und das wird eine knallharte Serie und ich hoffe, dass wir da einiges mitreden können. Gut, dann regeneriert gut, Sonntag brauchen wir euch. Ja, danke, ciao.